Hallo Freunde des gepflegten Radsports und willkommen auf meinem Kanal. Wir sind hier heute am Littermond. Mit dabei ist Steffen und Arthur. Hi. Wir werden heute mal die Region hier testen. Es hat die Tage etwas geregnet. Die Bedingungen sind natürlich dann wieder hervorragend. Hier gibt es einiges an Felsen und an Wurzeln. Die Trails sind zum Teil recht anspruchsvoll und wie gesagt, wir werden die Region für euch testen und nehmen euch mit. Leute, wir sind jetzt hier oben am Gipfelkreuz und von hier starten wir die heutige Tour. Normalerweise hat man hier eine Bombenaussicht, aber es ist heute etwas trüb. Wir gehen jetzt ab auf die Trails. So, wir kommen jetzt auf den, ich glaube, Spielplatz-Trail nennt sich der. Ziemlich viele Wurzeln, kommen auch noch so ein paar North Shore Elemente. Aber ist natürlich alles ein bisschen toll zu genießen. Nasse Wurzeln. Zum Glück hier überall Hasenfahrt gespannt. Boah Leute, es ist kalt hier zu rein heute. 1,5 Grad. Auch hier wieder nochmal ein Dankeschön an Steffen, dass du mir deine Aufnahmen zur Verfügung gestellt hast. Wir sind jetzt auf dem Piesbach Trail. Da kommt normal die Besonderheit, dass der ein paar Spitzkehren hat. Bin gespannt. Umsetzen wäre hier von Vorteil.
wir fahren jetzt die Schiebbaumallee. Kleine Drift. Weg ist natürlich durch das Laub schwer zu erkennen, aber man kann ihn erahnen. So, jetzt sind wir wieder auf dem alten Stück. Das andere war scheinbar der neu angelegte Trail. Ha! Der nächste! Weiter geht's! Alles klar!
geht jetzt an den Rudix Trail. Boah Leute, ich sag euch, heute ist es schweinekalt. Das macht uns richtig, macht uns wirklich Bock. Vielen Finger ab, Füße kalt. Langsam wird es echt unangenehm. Wanderer, deswegen nehme ich nicht hier Stufe mit. Ja. Hier wurde entschärft. So Leute, das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Ausflug an den Littermond. Wir sind jetzt nur einen kleinen Teil der Trails gefahren, die der Littermond zu bieten hat. Aber seid euch versichert, es wird definitiv einen zweiten Teil geben, bei dem wir auch noch die anderen Trails fahren werden. Wann das sein wird, weiß ich aber noch nicht. Mein tuples Reparaturkit hält noch immer dicht und auch der Crashcore setzt sich positiv in Szene. Ich konnte den Reifendruck um 0,3 bar reduzieren und habe somit mehr Traktion und bekomme immer noch genug Rückmeldung bei gleicher Stabilität. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Ride safe and have fun, euer KP Performance.